Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Babylon07 und möchte euch heute eine weitere Windel vorstellen. Um welche Windel es geht, erfahrt ihr natürlich wie immer nach dem Intro. So, hier bin ich wieder nach dem Intro. Ihr habt ja vor dem Intro schon so ein bisschen blitzen sehen da unten. Und es geht um eine Windel aus dem Hause Müller. Ich gehe zwar nicht oft im Müller, ich gehe eigentlich im Moment nur in den Müller, weil ich immer noch auf der Suche bin nach neuen Windeln und habe diese Windel da gesehen und war am Anfang etwas geschockt. Geschockt aus dem Grund, weil es jetzt mittlerweile 6 Plus beim Müller auch schon gibt. Also ich muss echt sagen, wenn jetzt die Windelfirmen so weitermachen, allein Pampers mit der Größe 7, die wohl im Moment leider nur in England verfügbar ist, wird es wirklich irgendwann zu kommen, so wie das für mich scheint, dass die Kinder immer länger brauchen, halt bis sie trocken sind. Vor allem, es ändert ja nichts eigentlich an der Größe, zumindest nicht viel. Aber es geht halt vom Saugvolumen natürlich hoch, aber Pampers Größe 7 soll ja, glaube ich, auch vom Hüftumfang noch ein bisschen größer sein. Aber wir machen jetzt natürlich, es geht ja heute um die Beauty Baby Premium Windel. In der Größe 6 Plus von 17 bis 34 Kilo. Und jetzt seht ihr es schon, ich habe das ja bei den Fixies mal angesprochen gehabt, dass es von den Kilos unterschiedlich ist. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kiloangaben mit den von DM vergleicht, werdet ihr sehen, okay, DM sagt von 17 bis 32 Kilo. Also wenn ihr die zwei mal miteinander vergleicht, dann werdet ihr den Unterschied definitiv sehen. Ja, die gibt es natürlich auch in mehreren Größen, in 1, 2, 3, 4, 4 Plus, 5 und 6 und natürlich auch in der 6 Plus, und um die geht es ja heute. Übrigens bis zu 12 Stunden Trockenheit, so lange habe ich die Windel leider nicht testen können, den Grund erfahrt ihr jetzt dann gleich. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Hüftumfang, und der Hüftumfang beträgt maximal 83 cm. Das ist eine sehr blöde Zahl, dadurch, dass ich mich nicht entscheiden konnte, ob ich jetzt 85 oder 83 hinschreibe. Ich habe jetzt gesagt, ich schreibe 83 hin, sicher ist sicher, wenn man den Stretch voll ausreizt. Aber ich würde sagen, ich hole jetzt einfach meine Windel raus und zeige euch, welche Sachen ich am Ende gemeint habe, warum ich die leider nicht so lange testen konnte. Aber wir kommen vorher zum Design, Leute. Das ist mir nämlich jetzt wichtig. Also ihr könnt ja die mal vergleichen zu der Müller Premium Windel Größe 6. Den Link packe ich euch unten rein, da ich jetzt aktuell keine 6er da habe, um euch da auch noch ein neues Video zu produzieren. Also müsst ihr die mal mit dem vergleichen. Sie haben anscheinend das Motiv geändert. Früher war das ja so, dass es packungsabhängig war. Also war die Packung gelb, waren die Windeln gelb, war die Packung grün, waren die Windeln grün von außen. Und das haben sie jetzt anscheinend geändert. Hier steht quasi Beauty Baby, die Größe in dem Fall 6XXL Plus. Dann ein Bär mit einem Gartenschlauch, soweit ich das ausschaut, und mit einer Blume. Dann ein paar Herzen. Und auf der Rückseite haben wir quasi, ja, Tiere in einem Schiff, so wie ich das jetzt hier erkennen kann. Und ja, ich bin, wie gesagt, von der Windel echt soweit ganz gut begeistert. Sie hat übrigens auch ein Saugvolumen von 500 bis 550 Milliliter, also da gibt es meiner Meinung nach ein bisschen bessere Windeln. Aber wir wollen da keine Kritik veräußern hier. Wir haben natürlich einen doppelten Auslaufschutz. Aber jetzt kommen wir zu dem Thema, was mich ein bisschen gestört hat. Und ich weiß nicht, ob das jetzt die Kamera so schön aufnimmt, aber die Flügel von vorne, weil wenn man ja die auf 83 cm macht, dann haben wir ja das Problem, dass wir auf den Flügeln aufsitzen. Und wenn man dann da ein bisschen dran zieht, dann reißt der Flügel quasi von der Windel ab, da er hier nur aufgeklebt ist. Oder was meiner Meinung nach echt ein bisschen schlimmer ist, ist, dass dann hier hinten quasi der Klett aus der Windel rausrutscht. Also quasi so. Ja, Leute, ich habe jetzt hier gerade ernsthaft eine Windel zerstört, um euch das zu zeigen. Also ihr seht, es ist nicht stabil. Ich habe jetzt nicht viel Kraft gebraucht. Da könnte die Firma noch etwas verbessern. Es gibt zwar ab und zu auch das Problem. Ja, also ich habe jetzt nicht viel angezogen und das Ding ist abgerissen. Aber wie gesagt, wenn man die Windel für Babys benutzt, geht sie auf jeden Fall. Leute, die wo einen Hüftumfang oder Kinder, wo einen Hüftumfang bis 75 cm haben, können die Windel wirklich ohne Probleme tragen. Es ist wirklich nur das Problem, wenn man den Stretch komplett ausreizen will bis 83 cm, und wer tut das eigentlich schon? Ich brauche es auch nicht, weil ich ja die Windel eh nur zum Testen habe. Ich habe ja meine bestimmten Windeln, wo ich grundsätzlich anziehe.
Aber dazu werde ich euch auch nochmal ein neues Video machen. Aber ich würde sagen, das war's von mir und der Beauty Baby in Größe 6 Plus. Bis die Tage, dann euer Babylolo 007.